Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Schwestern und Brüder, ich begrüße euch herzlich zum Videogottesdienst am Sonntag Letare hier aus der Friesenkapelle in Wenningstedt. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Letare, freut euch im Herrn. Die frohe Botschaft an diesem Sonntag heißt: Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Dies ist uns Zuspruch, dies ist uns Auftrag, dies ist uns Berufung. Amen. Die Lesung des heutigen Sonntags steht geschrieben bei Matthäus im 5. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn du das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor allen Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Herrn im Himmel preisen. Halleluja. Die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Schwestern und Brüder, ihr seid das Licht der Welt. So ruft Jesus es uns zu. Nicht irgendwann, sondern gerade jetzt. Jetzt, in diesen Covid-19-Zeiten, seid ihr das Licht der Welt. Ihr werdet gebraucht, um die Dunkelheit zu erhellen. Wir, die wir das Geschenk des Glaubens erhalten haben, wir sind jetzt besonders gefordert.
denn wir tragen einen großen Schatz in uns, einen Funken des lebendigen Gottes, der uns fähig macht, in dieser Welt zu strahlen. Schwestern und Brüder, die Dunkelheiten, die es zu erhellen gibt, haben unterschiedliche Gesichter. Ein Gesicht ist das des Siegfried. Siegfried aus der Nibelungensage hielt sich für unverwundbar, so wie einige Menschen in unserem Land, die sich in Corona-Partys stürzen, die tanzen und feiern und sich treffen ohne Rücksicht auf Verluste. Den Stillstand im Land betrachten sie als einen unverhofften Urlaub. Und alle Mahner tun sie ab als Panikmacher. Sie schaffen Dunkelheiten für die Kliniken, die nicht genug Betten und Beatmungsgeräte haben. Sie schaffen Dunkelheiten für das Pflegepersonal. Die haben Angst, sich anzustecken. Sie schaffen Dunkelheiten für die Ärzte, die wider Willen entscheiden müssen, wer noch beatmet werden kann und wer nicht, weil nicht genügend Geräte zur Verfügung stehen. Die Dunkelheit dieser Menschen trägt das Gesicht der beratungsresistenten Arroganz. Ein zweites Gesicht ist das Gesicht der Einsamkeit. Eine Frau stand in den letzten Tagen bei mir und sagte, sie hält es nicht länger aus, auf 22 Quadratmeter eingesperrt zu sein. Jeder Tag wäre jetzt wie ein verfluchter Samstag. Der Samstag ist der Tag in der Woche, wo sie keine Termine hat, keine Treffen, keine Menschen, mit denen sie sich austauscht. Sie hat Angst davor, dass die nächsten Wochen und Monate eine Aneinanderreihung solcher Samstage sind. Nicht mehr einer, sondern vielleicht 15 hintereinander oder 20 oder gar 42. Das dritte Gesicht der Dunkelheit ist mehr eine Fratze aus Hass. Für manchen Sylter in der vergangenen Woche war der Gast das Feindbild Nummer 1. Im Internet wurde gehetzt, mit Worten und mit einem Vokabular, wie es eigentlich seit 80 Jahren in unserem Land nicht mehr üblich ist. So sehr wurde von einigen Syltern gehetzt, dass die Seite abgeschaltet werden musste. Der Gast ist zuallererst ein Mensch. Der Gast hat uns in den guten Zeiten und wird uns in den guten Zeiten unseren Wohlstand hier auf der Insel bescheren. Der Gast liebt diese Insel. Und viele unserer Gäste, viele in unserer Gemeinde, sind uns längst zu Freunden geworden. Wir denken an sie in diesen Zeiten. Sie sind Geschöpfe Gottes, genau wie wir es sind. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, diese Menschen zu einem Feindbild zu machen. Deshalb ruft Jesus uns zu: Ihr seid das Licht der Welt. Ihr habt einen Auftrag, eine Berufung. Euer Auftrag ist, in dieser Zeit Not zu wenden. Euer Auftrag ist es, die Dunkelheit in Licht zu verwandeln, die Nacht zu einem Tag werden zu lassen. Wir Menschen sind meist Herdentiere. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Austausch, wir brauchen das Gespräch, wir brauchen Berührung, das ist Licht und das heilt, das tut uns gut. Aber aktuell bedeutet Licht Distanz. Distanz halten, einander nicht zu nahe zu kommen. Aktuell bedeutet Licht Beschränkung, eine Schranke zwischen mir und meinem Mitmenschen. Aktuell bedeutet in diesen Wochen vor Ostern Fasten nicht nur den Verzicht auf Fleisch, auf Alkohol und Zigaretten, sondern auf körperliche Berührung. Es sind Wochen des Berührungsfastens. Dunkel wird es für uns Menschen dann,
wenn aus dem Berührungsfasten ein Beziehungsfasten wird, wenn die fehlende körperliche Nähe zu einem Verzicht auf Beziehung zu den Menschen wird. Denn wir Menschen, wir blühen ja auf, wenn wir anderen nahe sind, wenn wir ihre Worte hören, wenn Geräusche um uns herum sind, die anzeigen, du bist nicht allein. Dieses, du bist nicht allein, das lässt uns leben. Und dieses, du bist nicht allein, gehört zu den Kernbotschaften des christlichen Glaubens. Denn das ist das, was Gott uns sagt. Ich bin bei dir. Es ist die Botschaft des Lichts in diesem Konvent 19 Wochen. Und diese Botschaft durchzubuchstabieren, sie zu vermitteln und mit Inhalt und Leben zu erfüllen, das ist unsere Aufgabe als christliche Gemeinde. Das ist unsere Aufgabe als Mensch, der an seine Mitmenschen denkt. In der Bibel wird erzählt, dass es Engel waren, Boten Gottes, die Licht in die Welt brachten. So erzählt es die Weihnachtsgeschichte, die Hirtenfelder waren plötzlich in strahlendes Licht getaucht. Und so geschieht es jetzt, wenn wir in die Einsamkeit gehen, wenn wir telefonieren, wenn wir unsere Sinne auf Empfang stellen und bedenken, wer in der Ferne und Nähe gerade jetzt dankbar wäre, dass ich ihm zuhöre, dass ich Zeit habe, dass jemand da ist, der nicht nur klagt und jammert, der sich aber Zeit nimmt und das Klagen und Jammern aushält, der mitteilt, warum gerade dieser Tag ein guter Tag ist. Wir erhellen den Raum dann, wenn wir ein Foto verschicken von einem Ort, an dem sich jemand wohlfühlt. Diesen Ort kann er aber gerade nicht besuchen. Wir erhellen den Ort, wenn wir ein Foto von uns verschicken, das mitteilt, ich denke an dich. Wir erhellen den Raum, wenn wir eine Karte, einen Brief schreiben, in dem wir mitteilen, was wir in diesen Tagen erleben und fühlen und so eine Brücke herstellen zwischen dem Nahen und dem Fernen und uns. Der Form und der Fantasie zu vermitteln, du bist nicht allein, sind keine Grenzen gesetzt. Schwestern und Brüder, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber er lebt eben auch vom Brot. Es war für uns in den letzten Tagen sehr berührend, wie viele Menschen uns angerufen haben, um Hilfe anzubieten. Wie viele Meldungen uns erreicht haben, die von Nachbarschaftshilfe berichteten. Tätige Nächstenliebe geschieht sehr viel hier auf unserer Insel. Und sie ist um ein Vielfaches größer als Hass und Gleichgültigkeit. Jesus sagt, du bist das Licht der Welt. Deshalb überhaupt hat Gott dich ins Leben gerufen. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil Gott dir einen Funken mitgegeben hat. Gleich bei deiner Geburt. Entzünde jetzt diesen Funken. Pflege ihn. Lass ihn leuchten. Jetzt ist die Zeit, all deine Fähigkeiten zu nutzen, all deine Zeit auch, von der du mehr hast, als du es gerade in diesen Frühlingswochen geplant hattest. Jetzt nutze Fähigkeiten und Zeit, um für andere den Alltag mit Freude zu erhellen. Jetzt nutze die Zeit, um anderen Mut zu machen. Dass du das kannst, steckt in dir. Es steckt in jedem von uns. In diesem Funken, den Gott uns mitgegeben hat, ist er selbst in dieser Welt lebendig. Schwestern und Brüder, jeder und jede von uns, die dieses Licht weitertragen, sind ein Teil der frohen Botschaft Gottes. Sie sind ein Teil der frohen Botschaft des Gottes, der will, dass wir leben. Lassen wir uns nicht von diesem teuflischen Virus besiegen. Lassen wir nicht unser Mitgefühl und unsere Gesundheit, nicht unsere Nächstenliebe und unsere Lebensfreude zerstören. Stellen wir vielmehr unser Licht auf einen großen Leuchter.
Es ist wahr, die äußeren Umstände scheinen dunkel. Vor allem die Ungewissheit, wie lange wird dieser Zustand dauern? Sind es Tage, Wochen, Monate? Reichen unsere Ressourcen, die finanziellen und die seelischen? Das wie lange noch macht Angst. Und Dummheit und Arroganz mancher Mitmenschen machen wütend. Doch lasst uns all dies ein Ansporn sein. Betrachten wir es als Herausforderung. Umso mehr nämlich sind wir gefordert, Licht in diese Welt zu bringen und unser Licht auf einen Leuchter zu stellen, weithin sichtbar. Und wenn wir es gemeinsam tun, Schwestern und Brüder, dann wird von diesen Tagen, von diesen Wochen und vielleicht Monaten in der Rückbetrachtung in Erinnerung bleiben, wie aus einem unscheinbaren Funken ein großes Lichtermeer wurde. Ein Lichtermeer, das einen teuflischen Virus in die Schranken wies. Es wird in Erinnerung bleiben, dass die Dunkelheit keine Chance hatte gegen Solidarität und Mitmenschlichkeit. Keine Chance gegen den Glauben an den Gott, der die Menschen liebt. Keine Chance gegen den Gott, der die Menschen wies, dass sie die Liebe weitertragen. So lasst uns aufeinander Acht geben, damit jeder in unseren Dörfern und Städten die Botschaft hört und erfährt: Du bist nicht allein. So sei es. Amen. Du bist ein Gott des Lebens. Du hast uns Jesus gesandt, damit wir Orientierung haben, auch und gerade in den Zeiten, in denen es schwer ist für uns. Sollen wir vertrauen und bitten dich, hilf uns in diesen Zeiten, in denen das Coronavirus unseren Alltag bestimmt.
So bitten wir dich für alle, die schwach, die krank und die vom Coronavirus befallen sind. Hilf du ihnen. Lass sie spüren, dass du gerade in diesen Zeiten mit ihnen bist. Ja, und wir bitten dich für alle, die stark sind. Lass sie zu Samaritern werden, dass sie ihrem Nächsten helfen können. Wir bitten dich für alle, die in diesen Zeiten Verantwortung tragen, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in den Krankenhäusern vor allem und auch in deinen Kirchen. Gib du ihnen gute Gedanken, gib du ihnen Weisheit. Lass sie dafür sorgen, dass sie in diesen Zeiten ganz bei den Menschen sind. Und was uns darüber hinaus bewegt und dann Dank und dann Fürbitte an diesem besonderen Sonntag, das bringen wir in der Stille vor dich. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.